tödlichen Gladiatoren-Spielen auf der East. Hoffentlich nicht tödlich. Ich sehe, ihr habt das ganze Prinzip schon verstanden, das heißt, ich muss nicht viel erklären. Die erste Herausforderung ist, ihr müsst auf der Plattform stehen. Und die zweite Herausforderung ist, ihr müsst euren Gegner auf der Plattform runterbringen. ESC? Wer ist ESC? Okay. Gegen? So, noch ein kleiner Hinweis zur Sicherheit, weil wir jetzt auf der Plattform sind. Falls irgendwas passiert, wir haben dort einen Rettungsschwimmer, das heißt, der macht das. Halt den Bereich frei. Wenn der Mann Hilfe braucht, wird er dann schon da. Auch wenn das freundlich gemeint ist, lass den schon das sagen. Zaungäste, hallo! Kommt rein, spielt nicht! Ja, bitte geht doch! Jetzt reicht noch ein Kerl nach der Waffe! Das gefällt doch für mich! Ready? Steady? Fight! Und unser großer Champion und
Ja, großer Champion halt, lautet Carturo. Großen Applaus, großen Applaus, der hat sich sehr gut gestartet. So, ja, alle, die noch hier sind und am Gladiator Games teilgenommen haben und einen Kampf gewonnen haben, ganz wichtiges Kriterium, dürfen sich gerne ein 5-0er Bier nehmen. Aber bitte genießt das Bier draußen, Vorschrift vom Hotel. We'll be right back.
Also, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Also, erstmal ganz großen Dank, dass diese PawPetShow möglich war. Wir haben jetzt das erste Mal gemacht und wir haben viele neue und tolle Erfahrungen gemacht. Und ja, ohne mein Team hätte ich das nie geschafft. Also, das ist wirklich ein sehr großes Gemeinschaftsprojekt und verdient viel Applaus.
verschlossen. Verschließen, nicht verschütten. Was kannst du an ihm? Ich hab's versucht. Sehr schön. Ich sehe schon, dass man in der Hand halt im Auto das
Das geht gar nicht. Wieso? Ich habe immer schon der Meinung, dass man die Strafe auch da und abhängig machen kann. Wonderful. Who's this? 2 points already. Who is this? It's the only English speaking person in the room. It's Levy. Who's this? Cat. And? Cat? Cat? 1925. Oh, perfect. It's his birthday, so he's very old. So, and this is? See, you're not famous, Rico. Totally. This is? Aus Berlin. Hmm? Shakira. Nein, da steht Shakira. Shakira. It's all over the place. You are? Your finger's too big. It's Katiro. Katiro and Shakiro. This is? Shira. No point. And don't you like the reserve team? Okay, oh. Yeah, we have like an extra team just for safety. You know, Skippy and you're the other one. Okay. The loud one with the fan. Woo! Nikki. You're supposed to be fast. At the moment we are even, with every team having a pile the size of one punch. You're supposed to build it. Like this, not like this. Ich mag diese Musik. Okay, nächste Pose. Ihr habt übrigens eure Waffe vergessen. Also
Ja, aber ihr, man muss doch aufpassen, man lässt doch nicht die Nerven verliert. Oder über den Schwanz tritt. Zeit, könnt. Wing. Thank you.
Video. Thank you.
Freizeitkonvention? So, werte Menschen und Furries, kann ich mal kurz eure Aufmerksamkeit haben? Ich stehe hier auf der Mittelinsel, ich bin euer Fotograf für heute. Herzlich willkommen an alle, die schon immer da waren und alle Neuen. Wir wollen jetzt als erstes gerne mal ein Gruppenfoto machen mit allem, was Pelz trägt, und zwar hier genau vorm Ringberg. Deswegen würde ich alle Nicht-Pelzträger ein bisschen so aus dem Bereich vom Eingang und von diesem Flügel hier rausbitten gerne. So, und dann habe ich ein paar liebenswerte Assistenten, die hoffentlich alle Pelzträger richtig aufstellen werden. Bin ich jetzt besser zu verstehen? Gut. Hallo. Genau. Gottes Willen, seid ihr